Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück in Fort Tarsis. Es geht weiter mit Anthem. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und vielen Dank an alle Unterstützer, die hier fleißig täglich einschalten. Und wir haben jetzt noch eine Mission hier offen in der Stadt. Und zwar für Mathias. Und damit gehen wir hier auch rein. Und dann gucken wir mal, was wir heute erleben. Und mein Koloss ist auch noch besser ausgerüstet. Mit einem Flammenwerfer und habe den Schildschlagschaden um 300% erhöht. Das werde ich dann auch gleich mal in der Mission testen. Erstmal holen wir uns hier die Expedition an. Expedition ins Tierreich. So, die Hymne der Schöpfung. Mal wieder Informationen darüber. Dankeschön. Zusammengeknüllt. Der Storm. Naja. Braucht man nicht. Wenn man Koloss hat, braucht man den nicht. So, Mathias, wie sieht's aus? Du hast mich gerettet und bist der Grund, warum die Ska sich gerade nicht an meiner Leber laben. Verfluchte Ska. Ihre verstärkte Aktivität hat meine Forschungen empfindlich gestört. Woran genau arbeitest du? Ich suche nach einem verschollenen Arkanistentext, den man das Elysische Manuskript nennt. Er wurde von frühen Mitgliedern unseres Ordens verfasst und ist seit Generationen verschollen. Manche Arkanisten glauben, dass diese Schriften uns helfen könnten, das Verhalten von Gestalterinstrumenten vorherzusagen. Stell dir vor, wir würden wissen, ob ein Relikt Feuerstürme erzeugt oder Skorpedone oder einen in 1000 Stücke zersplittern lässt. Wir könnten Leute beschützen. Wohl wahr. Jeder kleine Wissensfetzen, den wir finden, hilft. Machst du Fortschritte? Die heldenhafte Arbeit meiner Assistenten, mögen sie jenseits dieses Lebens weiterhin nach Antworten suchen, haben zu einer Entdeckung geführt. Wie sich zeigt, gab es einen sehr viel genialeren Weg, Wissen weiterzugeben. Unsichtbare Runen. Unsichtbare? Runen, ja. Wie kann ich... Aha, ich habe deine Neugier geweckt. Du musst dieses Abenteuer wohl einfach fortführen, um es herauszufinden. Unsere Forschung hat eine Stätte offenbart, die unsere Fragen beantworten könnte. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Unsichtbare Runen. Yay. Super. Für sein Arkanistenbuch. Natürlich. Machen wir das mal. Arkanisten sind Wissenschaftler, Forscher und Gelehrte, die die Mysterien der Welt studieren und unsichtbare Runen an die Wände kleistern. Also, Mathias, ich gehe dann mal, ne? Hab gehört, wie... Ruhig. So. Die Expedition heißt Sehen in der Dunkelheit. Die versteckten Runen untersuchen. Expedition beginnen. Da freue ich mich drauf. Okay. Okay, Mathias hat dann noch wieder eine Sprechblase. Komm. Bevor ich jetzt wieder weglaufe, dass wir immer nach einem Gespräch dann noch ein Gespräch haben, ne? Können wir doch alles gleich zusammen machen. Ah, Freelancer. Wobei kann Mathias Errol Sumner dir heute helfen? Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Meine Forschung geht voran. Ich lebe noch und ich bin sehr glücklich über beides. Ich wollte dich als Dank für die Rettung auf einen Drink einladen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich Hausverbot in der Bar habe. Zu Recht. Du hast Hausverbot? Warum? Wegen, Prügeleien. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist einfach passiert. Da verspottet jemand von Blatts Theorie der täglichen Obsoleszenz und plötzlich hat man blutige Knöchel. Du weißt ja, wie das ist. Nein, das weiß ich nicht. Eigentlich weiß ich nicht, wie das ist. Von Blatts Theorie ist ein elementarer arkanistischer Grundsatz. Er hat es verdient, dass man ihn verteidigt. Mit den Fäusten. Bin wie gesagt nicht stolz darauf. Tja. Auf den Straßen von Heliost aufzuwachsen, bringt einige schlechte Angewohnheiten mit sich. Diskurs, Dialog, Anstand. Der Weg der Arkanisten. Ich musste es erst lernen. Die kurze Zündschnur ist Instinkt. Ich wusste nicht, dass du auf der Straße aufgewachsen bist. Ich gehe nicht damit hausieren. Okay, dafür hast du dich aber gut durchgeschlagen. Du kannst stolz auf dich sein. Du bist ein Überlebenskünstler. Diese Welt braucht mehr Arkanisten wie dich. Wie mich? Du willst mehr Waisenkinder, die sich alleine durchschlagen müssen? Das meinte ich nicht. Ich verstehe schon. Weniger schwächliche Bücherwürmer, mehr blutige Knöchel und Zynismus. Weißt du, am liebsten wäre mir eine Welt, in der niemand Narben auf seiner Seele bekommt. Aber in so einer Welt leben wir nicht. Wenn man die Unzulänglichkeiten der Welt einfach hinnimmt, tötet das den Willen zur Veränderung. Und wir können sie verändern. Wir können die Welt durch Wissen verbessern.
Das macht der Orden der Arkanisten. Und ich auch. Apropos, ich muss einige Experimente überwachen. Nicht, dass etwas explodiert und Kinder zu Waisen macht. Okay. Naja, ich muss sowieso für dich deine unsichtbaren Runen finden. Okay, er ist also auf der Straße aufgewachsen, hat sich aber doch durchgeschlagen und ist Arkanist geworden. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Ohne Vorbildung, sozusagen. Er hat schon einiges hinter sich. Aber trotzdem in der Bar dann Schlägereien anfangen und so. Nee, das gehört sich für einen Arkanisten nicht. Da könnte er noch ein bisschen an seiner... Also nur weil er auf der Straße aufgewachsen ist, heißt das ja lange nicht, dass er sich benehmen muss wie der letzte Horst. So, rein in den dicken Anzug und dann will ich meinen neuen Flammenwerfer ausprobieren und den 300% Extraschaden für mein Schild. Der Hurenhang. Ich schalte Arkanist Matthias dazu. Woher weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Aus sehr alten Feldbüchern. Da war etwas, was der Verfasser ausgelassen hat. Etwas Wichtiges, was er nicht niedergeschrieben hat. Da bin ich mir sicher. Also hattest du nur eine Ahnung? Eine Hypothese. Klar. Eine Hypothese. Finden wir es heraus. Okay. Geht woanders hin. Fliege ich schon wieder in die falsche Richtung. Immer weil die das zu spät anzeigen. Da lang. Da ist eine Tür mit rotem Licht. So, also jetzt der Schildanstoß. Wenn ich jetzt hier auf ihn zusprinte. Ihr seht vielleicht, wie das Feuer da jetzt kommt, weil ich schneller bin. Das ist, weil ich da die Passivfähigkeit aktiviert habe mit 300% mehr Schaden. Und jetzt sieht es aus, als wäre ich hier der brennende Meteor, der auf den Gegner zuknallt. So macht das dann natürlich dann mehr Sinn, auch den Schildschlag einzusetzen, wenn er dann viel, viel, viel mehr Schaden macht. Und natürlich hier den Flammenwerfer nicht vergessen. Als Kombo-Vorbereiter, der viel Munition hat. Rein in die Rolle. Hier wird man automatisch durchgesaugt, da muss man nicht selber fliegen. Das sind so Schnellreisetunnel, die einen in eine andere Zone bringen. Zum Beispiel hierhin. Schön hier. Abkühlung. Ah, wie schön ruhig das unter Wasser ist, oder? Sind wir. Das wird schwierig werden im Dunkeln. Wonach suche ich? Im Dunkeln? Nach einer Art Markierung. Irgendwas, was andere Arkanisten erkennen würden. Okay. Unsichtbare Runen finden. Irgendwas, was Arkanisten sehen würden. Unterschwellige Energie zu spüren. Es muss hier sein. Ein paar äußerst aggressive Wolfen haben sich hier niedergelassen. Kombo! Bitte werde sie los. Das erledige ich gern. Ah, diese Combo-Explosion, die hauen schon so gut rein, ey. Widerliche Dinger. Also gut, finden wir die Markierung. Wolfen sind tot. Also jetzt immer schön mit dem Flammenwerfer die anbrennen, dann einen Nahkampf reinhauen und es kommt eine Flächenexplosion. Richtig nice. Ulti ist auch ready. Da, ja. Wie ungewöhnlich. Oh ja. Ein Blitz steigt ein. Dankeschön. Schlechtes Wetter wieder heute. Interagieren. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Ich sehe schon. Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Einen Echo ist dran. Aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Natürlich brauchen wir Echos.
Echos sammeln als Koloss. Da ist man nicht so schnell und agil unterwegs. Oh, guck dir mal den schönen Wasserfall an, ey. Kann man da wohnen? Ich glaube, ein Haus. Wo sind denn die ganzen Echos? Ich meine, ich muss 12 Echos sammeln. 12! Wir müssen in der Nähe sein. Ich nehme jetzt gleich mal 3 mit. Bevor hier noch irgendwelche Gegner auftauchen. Habe ich ihn? Ja. Einen kann ich noch. Dann muss ich zurück. Scheiße, als hätte das Echo einige schleimige Krabbeltiere angelockt. Oh, Krabbeltiere. Ja. Wie unerfreulich. Es... So, ich habe 3 Echos dabei. Ich muss jetzt leider erstmal zurück die abgeben. Es ist sehr weitläufig, das Ganze, wo man hier rumfliegen muss, um die Echos zu sammeln. Es werden so viele Echos benötigt. Dieser Ort wurde ausgewählt, um diese Aufgabe zu erschweren. Es war allein nötig, dass Arkanisten mit Freelancern arbeiten. Natürlich. Wie hast du von den verborgenen Runen, nach denen wir suchen, erfahren? Als mir klar wurde, wie wichtig Geheimhaltung in unserer Geschichte ist, da eröffneten sich mir neue Sichtweisen auf die Forschungen, die ich bereits vorliegen hatte. Es tut sich nichts. Wir brauchen wohl noch mehr. Ja, da steht auch 12 dran, Mensch. Okay, aber das Gute ist, es ist so schlechtes Wetter, dass hier halt auch viel Regen und sowas ist, was einen nicht ganz so schnell heiß laufen lässt. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir die Markierung auslösen? Das weiß ich nicht genau, aber meiner Theorie nach erfahren wir etwas über die verborgenen Runen. Okay, hier muss ich erstmal die Echos aus den Käfigen befreien. Überlass ihnen das herumlungern. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl auf ihre Insektenphysiologie zurückzuführen sein. Ich frage mich, ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, Matthias. Oh, ja, natürlich. Da ist ein Nest. Okay, Nest weg. Oh, den mache ich mit der Combo. Ja, man kann ihn immer erst wirklich in Brand setzen, wenn sein Schild weg ist. Ja, die sterben alle so schnell. Lass aber nicht zu, dass sie dir im Weg steht. Hatte ich nicht vor. Was haben wir denn hier? Kolossteile. Lass nicht zu, dass sie dir im Weg stehen, ne? Hm. Da sind noch mehr. Wieder ein Nest. Hey, bleib hier. Wieso brennt der nicht? Unsinnige Käfige mit Echos, ja. Angelköder für Freelancer. Das ist da auf die Idee muss man das so kommen. Kann man sich ein Patent anmelden dafür? Wo ist jetzt der Weg? Da lang. So verwirrend hier. Ich muss hier gleich wieder zurück, weil da sind ja noch mehr Käfige. Aber ich kann halt immer nur 3 Dinger tragen. Das geht halt viel schneller, die Mission, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Da in den See muss ich gleich nochmal reinschauen. Da ist irgendwie ein Wrack drin. Mal gucken, ob man da was looten kann. Habe ich gerade das erste Mal gesehen. Da ist irgendwie so ein Gleiter abgestürzt. Interessiert mich, ob da vielleicht irgendwas zu finden ist. Gut, die Energie verlagert sich. Geöffnete Käfige 1 von 2. Ich fliege jetzt erstmal zum Käfig hin, damit das weg ist. Sind ja nur die 2. Hier ist das Wrack. Das ist ein Läuferwrack. Das ist ja sehr cool.
Steht aber leider keine Kiste dran. Ärgerlich. So, den zweiten Käfig schnell öffnen. Haben wir das auch weg. Gott sei Dank ist schlechtes Regenwetter, damit ich länger fliegen kann. Hervorragend. Okay. Einfach noch ein Nest von denen. Matthias, wie hast du das ohne die Hilfe von Freelancern hingekriegt? Langsam. Gar nicht. Mein furchteinflößende Gefährtin. Langsam. Schon allein diese Aufgabe würde mir garantiert viele unbequeme Nächte im Dschungel bescheren. Dieses Buch, das du suchst? Das elysische Manuskript. Genau. Was glaubst du darin zu finden? Finden? Nun, Arkanisten suchen Wahrheit, aber die Zeit verdreht die Wahrheit. Versteckt sie. Das Manuskript ist ein Fenster zu einer sehr alten Wahrheit. Alles klar. Das elysische Manuskript nicht vergessen. So, jetzt fehlen noch 2. 10 von 12, immerhin. Ich finde, da weiß nicht, ob sie die Mission vielleicht noch hätten anpassen können, wenn man solo unterwegs ist. Dass man dann nicht 12 holen muss oder so. Wobei, es geht ja trotzdem noch irgendwie schnell, oder? Ist ja nicht so, dass jetzt hier viele Gegner da sind oder so, die einen dabei nerven. Man kommt schon klar. Und sie werden ja immer angezeigt. So, ein letztes noch. Ich nehme einfach den da mit, weil er gerade so leuchtet. Schön durch das Ei geflogen. Ey. Kam sogar ein Soldat raus. Weg damit, weg da. So. Okay, jetzt habe ich alle. 12 Stück fertig. Können wir uns mal anschauen, was da jetzt geschieht mit den Relikten. Und ob wir die unsichtbaren Runen vielleicht zu sehen bekommen. Natürlich hier die ein oder andere Pflanze nochmal mitnehmen. Kann man immer machen. Okay. Boah, diese es hat geklappt. Sporen, ey. Die Markierung wurde ausgelöst. Durch den Arkanistenfeueralarm. Exakt. Käfer. Abschaum. Okay, Skorpedone eliminieren. Dankeschön. Das wollte ich wissen. Sag Hallo zu meinem neuen Flammenwerfer. Andere Richtung. Also die 300% mehr Schaden merkt man hier auf jeden Fall. Da kann man jetzt durch die Skorpedone wirklich einfach gegenlaufen. Dann sind sie weg. Vorher hat er ein wenig Schaden immer gefehlt. Selbst gegen die Gifttypen kriege ich keine Vergiftung. Voll easy. Wie viel denn noch? Plop, plop. So zertritt man noch gerne Insekten. Einfach hier um Kreis laufen beim Relikt, bis dann alle weg sind. Das ist die Frage, ob vielleicht auch mal größere Skorpedone irgendwann nochmal auftauchen. Ja, ich weiß, es gibt ja noch eine Festung, die ich auch in der Demo gespielt habe, wo so eine große Königin da drin ist. Aber ich meinte so normale Gegner so für zwischendurch, nicht nur Bosse. Okay, das war's. Endlich! Jetzt aktiviere bitte diesen Marker. Jo. Bin dabei. Mal sehen, was die Arkanisten uns zurückgelassen haben. Markierungen. Hat so ein bisschen was wie Zwergenrunen bei Herr der Ringe, die man dann auch nur so durch Mondlicht und sowas sehen kann. Wie das Tor von Moria. Geschafft. Äußerst seltsame Energiesignatur.
Solche Runen findet man jetzt dann nach dieser Mission übrigens in der ganzen Welt und kann dann Herausforderungen machen, um dann noch mehr davon zu lesen. Die sind jetzt dann wirklich in der ganzen Welt verteilt. Also Runen, was genau sind sie? Geheimschrift. Eine verlorene und vergessene Technik. Wenn ich mir vorstelle, dass der Schlüssel zu meiner Arbeit die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht mehr. Harte Landung. Hä? Hast du's? Ja. Die Energie beginnt zu schwanken. Soll das heißen Beeilung? Ja. Ja. Eine noch. Aber sieht schon geil aus von der Beleuchtung her, finde ich. Mehr bekommen wir wohl nicht. Ja. Das sollte ausreichen. Ich habe eine Idee, wie wir in Zukunft noch mehr davon finden können. Glaubst Echt? Du, sie werden hilfreich sein? Ja, wenn du wieder in Fort Tarsis bist, erkläre ich alles. Aber zuerst, danke. Diese danke. Runen sind der Schlüssel, um das elysische Manuskript aufzuspüren. Da bin ich mir sicher. Was war das für? Achso, immer noch Gewitter. Okay, da haben wir die Mission abgeschlossen. Ich muss jetzt auch in die Stadt, weil mein Schild ist total verschmiert durch die ganze Skorpedone-Rotze da. Aber naja, kann man ja gleich putzen im Brunnen oder so. Ab in die Stadt. Mit Matthias reden, jetzt wo wir wieder in der Stadt angekommen sind. Gucken wir mal. Hey, ich bin's. Owen? Wer? Wir müssen reden, Owen. Es ist wichtig. Wir treffen uns in der Bar. Okay, ich werde da sein. Owen? Owen? Ah. Owen möchte uns in der Bar treffen? Es ist wichtig? Hoffentlich hat er sich nicht mit Matthias geschlagen in der Bar. Okay, Lucky Jack. Nee, Rythe, die steht hier. Okay, Freelancer Rythe, die da im Gang steht. Und in alte Freunde. Das ist die Hauptgeschichte auch. Und Max. Max in der Bar möchte auch wieder quatschen. Machen wir alles. So, die Bar aufsuchen. Aber das mit Owen ist auch auf jeden Fall wieder die Hauptgeschichte. Damit geht's weiter, deswegen möchte er mich da sehen. Weil ich ja mit Matthias ja jetzt fertig bin mit seiner Expedition wegen dem elysischen Manuskript. Freelancer? Freelancer? Ja, großartig. Du bist hier. Matthias, brauchst du was? Ob ich was brauche? Oh, nein, 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 nein. Ich habe was. Erinnerst du dich an die seltsame Energie, die Runen ausgestoßen haben? Ich erinnere mich, dass du etwas erwähnt hast, während ich sie gesammelt habe. Ich konnte das Energiemuster isolieren und identifizieren. Ich habe es an deinen Krypter geschickt. Der mir jetzt helfen kann, diese unsichtbaren Runen zu finden? Die der Schlüssel zu einem weiteren unergründlichen Mysterium sind. Ich soll also noch mehr davon suchen. Ja, je mehr, desto besser. Wenn ich genug davon habe, finde ich ganz sicher heraus, wo das elysische Manuskript ist. Ganz sicher. Ich habe einige Anhaltspunkte. Sehr vielversprechend. Wir hören uns. Alles klar, Matthias. Alles klar, Matthias. Hat er nicht jetzt schon eine Mission hier hinten oder so? Noch nicht. Doch, da ist sie. Da ist sie aufgetaucht. Und er hat auch ein neues Gespräch, ne? Ja. Hier, Matthias. Und da ist auch Auftrag, Arkanistenruhen. Das werde ich natürlich vorher machen, bevor ich hier mit Owen spreche. Entschuldige, dass ich bei unserer letzten Unterhaltung ein wenig grummelig war. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Ja, aber ich hätte nicht so reagieren müssen. Wut kann ein Werkzeug sein, Matthias, aber Griesgrämigkeit zeugt nur von schlechten Manieren. Meine Mentorin, Philae Ray, eine der Lektionen, die ich offenbar immer noch nicht gelernt habe. Philae Ray hat dich ausgebildet? Sie soll ja eine brillante Arkanistin gewesen sein. Und der Grund, warum ich nicht tot im Graben liege. Wie hast du sie kennengelernt? Ich habe sie ausgeraubt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Sie war eine schicke Dame, ich war ein Straßenjunge. Was hättest du denn gemacht? Ein auf niedlich tun? Genau. Gelächelt? Ihr Herz mit dem Charme eines Straßenjungen zum Schmelzen gebracht? Charme? Sicher nicht ich. Nicht in dem Alter. Ich war nur Haut und Knochen. Ich hatte nicht viele Optionen. Diebstahl war eine davon. Und sie hatte einen Koffer voller glänzender Dinge. Gestalterrelikte. Die Gefahr war mir nicht bewusst. Ich hatte Glück. Es ist nichts explodiert, als ich es auseinandergenommen habe, aber Philae war mir gefolgt. Es ist unmöglich für einen unausgebildeten Vagabunden, ein Relikt einzudämmen, sagte sie. Deswegen wollte sie dich unterrichten. Ich glaube schon. Sie hat es nie erklärt. Vielleicht war es die Art, wie ich mit dem Relikt umgegangen bin.
Sie hat eine Stunde gebraucht, um mich zu überzeugen, mit ihr zu gehen. Okay. Ich hätte dich ja sofort aufgegeben. Eine ganze Stunde? Ein Wunder, dass sie nicht aufgegeben hat. Ich hätte es. Oh, wenn Philae Rae sich mal etwas in den Kopf setzt, dann gibt sie nicht auf. Sie hat sich zu mir gesetzt und mit mir über die Arkanisten geredet. Über die Gestalter. Ich war fasziniert. Und dann hat sie mit Karamellbonbons die Sache besiegelt. Süßigkeiten? Wirklich? Was? Die waren gut. Ich hatte Hunger. Sie war die Erste, die mich ein Wunderkind genannt hat. Verdammt, ich vermisse sie. Egal, ich... Du bist sicher beschäftigt. Wir unterhalten uns später. Ja, ja, bevor du noch anfängst zu heulen, ey. So, dann nehme ich mal deinen Auftrag an für weitere Runen. Wunderbar, du hast Zeit zu helfen. Ich habe diverse Dinge, die erledigt werden müssen. Am wichtigsten ist mir, mehr dieser Runen zu finden. Okay, mehr Runen finden, mache ich. Ich suche danach. Hab's. Matthias, bei der Forschung helfen. Expedition beginnen. So, habe ich da mal wieder eine neue Aufgabe von Matthias. Ich gehe aber nochmal gucken, was Wraith von mir möchte. Hinten im anderen Gang. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Expedition für Matthias. Vielleicht spreche ich vorher auch noch mal mit Max in der Bar. Aber Owen kommt dann erst dran, wenn ich hier den Auftrag für Matthias selbstverständlich abgeschlossen habe. Wie steht hier hinten, Wraith? Ah, sieh an, wer da vorbeischaut. Siehst gut aus, Superstar. Wraith, geht es dir besser? Ja, in der Tat. Bestens. Was hast du so getrieben? Freelancer-Arbeit, die ganze Zeit. Und ein paar zwielichtige Geschäfte. Zwielichtige Geschäfte? Oh ja, eine tragische Geschichte von Kummer, meine glamouröse Freundin. Willst du sie hören? Ich will auch zwielichtige Geschäfte machen, da verdient man meistens immer ein bisschen besser. Bin ganz Ohr. Siehst du? Deshalb mag ich dich. Du verstehst, dass man die verdammte Tür öffnen muss, wenn das Abenteuer anklopft. Das ist Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Es geht um sexy Gefahr, sexy Fehlentscheidungen und noch mehr sexy Gefahr. Sag mir, was passiert ist. Ich fand mich beim Kartenspiel mit ein paar dubiosen Regulatortypen wieder. Nicht von der guten Art. Das waren richtig fiese Knochenbrecher. Rückblickend war es wohl eher keine gute Idee. Wie bist du da reingeraten? Sie haben mich gefragt. Keine Ahnung. Was hatte ich zu verlieren? Naja, eine Chance auf Abenteuer hättest du verloren. Einen langweiligen Nachmittag? Nichts falsch daran, sich ins Abenteuer zu stürzen, oder? Sexy Gefahr. Jedenfalls habe ich irgendwie meinen Javelin als Spieleinsatz gesetzt. Du hast was? Das war dumm. Ich war mir sicher, dass ich die Gewinnerhand hatte. Lass mich raten. Eine sexy Fehlentscheidung? Positiv. Wie sich zeigte, waren meine Karten Dreck. Mist, wie? Die Stimmung kippte. Also hast du deinen Anzug verloren? Noch nicht. Sie haben mir eine Frist zum Abliefern gegeben. Und nun sitze ich hier und zerbreche mir den Kopf, was ich tun soll. Da hast du jetzt aber echt paar Probleme, wenn du den Anzug verlierst. Stehst du danach ein bisschen nackt da, oder? Du solltest zahlen? Nee. Mach ihnen ein Angebot, genau. Frag, ob sie sich auf einen Handel einlassen. Vielleicht akzeptieren sie was anderes als deinen Anzug. Keine Ahnung. Möglich wär's. Wir reden hier von Schmugglern. Sicher sind sie für ein Angebot offen. Ja, hast recht. Ich finde da draußen alle möglichen Wertsachen. An irgendwas werden sie schon interessiert sein. Mit Sicherheit. Sie sind auf Profit aus. Und den bietest du ihnen. Okay, klingt nach einem Plan. Wir sprechen uns später. Ja, siehst du? Versuch immer das Beste aus der Situation zu machen. Und da gibt es bestimmt vieles zu finden draußen in der Wildnis. So. Gut, Leute, das war die heutige Episode. Wir haben die Runen für Matthias da schon mal gefunden. Optisch sehr schön mit der ganzen Beleuchtung, hat mir sehr gut gefallen. Wir können nochmal mit Max sprechen und dann machen wir eine weitere Expedition für Matthias dann in der nächsten Episode hier. Und ich gehe nochmal in die Schmiede und rüste meinen Koloss noch weiter aus und bleib dann auch erstmal bei denen. Mir macht der echt Spaß, der Koloss. Also ich habe ja jetzt alles schon gespielt und der Koloss gefällt mir dann doch irgendwie besser als der Storm. Mal gucken.
Storm gibt's, aber wird es bestimmt auch nochmal geben. Also vielleicht irgendwann habe ich auch wieder die Schnauze voll vom Koloss und muss dann wieder Abwechslung haben. Wie immer, ne? Immer Abwechslung tut gut. Aber jetzt im Moment macht er mir ziemlich Spaß. Also, wenn ihr auch Spaß hattet beim Zusehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge von Anthem. Dankeschön. Und mit dieser schönen Aussicht sage ich jetzt ciao.